Best of Fränkel frottelt. Oh Gott, das ist ja schlimmer als Slender. Bin ich jetzt erschrocken, ey. Dreh dich. So. Steh auf. Nein! Tot. Moment. Braun ist vielleicht ein bisschen gefährlicher in der Kurve. Das kann ich gerade nicht machen. Scheiße! Fuck! Oh Gott. Nichts passiert, oder? Habe ich absichtlich gemacht. Ich wollte euch mal zeigen, wie man sich in so einer brenzligen Situation wieder fangen kann. Ach du Scheiße. Zu Beginn des Spiels wirst du regelmäßig im Buch nachschlagen müssen, um herauszufinden, wie du deine Patienten bestmöglich versorgen kannst. Also das Buch wird wohl das hier sein. Aber wenn ich ein Buch hätte lesen wollen, dann hätte ich mir einen Stephen King Roman bestellt. Verdammt nochmal, ich will spielen. Ich habe noch 5 Minuten Zeit. Ah, jetzt kommen sie. Okay, alles klar. Dann kommt mal rein, ihr Penner. Oh! Der Busfahrer darf einfach über die drüber fahren und dann sind's Geister. Und ich brauche nur einmal ein bisschen schräg anzuschauen, so ein scheiß Fußgänger. Da kriege ich schon wieder irgendwie eine Unfallflucht reingedrückt. Diese Schweinerei ist das hier. Was willst du, fette Tonne, jetzt, Mann? Dann machen wir das so. Dann gehen wir dem Problem aus dem Weg. Da sind wir schlau. Aua, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht! Das ist ja Killefick-Kram. Drück einfach T. Nee. Das wollen wir sehen. Außerdem musst du da Eingabe drücken. Nein! Hast du gerade gesagt? Ich meinte doch, du musst Eingabe drücken, wenn du ein Auto... Mann, oh Mann. Du hast gesagt, außerdem musst du jetzt Eingabe drücken. Ich habe nichts gelesen, also habe ich Eingabe. Außerdem heißt es Enter. So, und dann Verband. Was? Aktivkohle? Brauche ich doch fürs Aquarium, oder? Jetzt kann ich es leider auch nicht mehr sehen. Juhu, ich hab's geschafft! Da steht gute Fahrt. Es war doch so, dass du gesagt hast, ich glaube, ich drücke T. Und dann habe ich gemeint, nein, du musst Eingabe drücken, wenn du quasi automatisch einparken willst, wollte ich dann noch sagen. Aber du sollst es natürlich nicht drücken. Ja, wenn du sagst, du musst Eingabe drücken, dann mache ich das halt sofort. Der kommt ja kaum den Berg hoch hier, verflucht nochmal. Da fängt ja schon mal gut an. Hockt da der Kalmund im Bus oder was? Kalmund, raus! Den nehmen wir nur mit, wenn es runtergeht. Hoch muss er laufen. Ist eh besser für seinen Bauch. Ich habe da, glaube ich, gestern Kocharena wieder gesehen. Da ist er ja in der Jury, der Kalmund, ja. Der sieht so aus, als ob er 3 Jurymitglieder wäre. Also die bräuchten gar keine 2 anderen. Das könnt ihr alleine machen. Es gibt dann als schwer... Brems! Bleib! Bus! Stehen! Bleib stehen! Wichser! Wenn das erst 25% sind, wie soll ich das dann noch weiterschaffen am Schluss? Seid ihr denn bescheuert? Oh! Ach ja! Komm, steig ein! Achtung! Jump, Baby, jump, 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 jump! Nein! Los, rein, dicker Mann mit dem komischen Pornobart! Mit der Gesichtsmuschi! Er ist doch etwas desorientiert. Was machen wir da? Gehen wir in den Stadtplan oder was? Noob, 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 noob. Da fliegen wir da drüber, ne? Okay, ich muss da drüber fliegen. Das ist tatsächlich so. Was? War das ein Abschluss? War das ein Abschluss? War das geil? Also jetzt müsst ihr das mal wieder drunter schreiben. Und zwar, Harald ist der Happy Wheels Gott. Sie sind eine Frau und haben wie immer nichts anzuziehen? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Fränkel Frotzelt Fanshop und dort gibt es auch Fränkel Frotzelt Shirts. Sie sind traurig, dass Sie nicht mit Harald Fränkel schlafen können? Das muss nicht sein, denn im Fränkel Frotzelt Fanshop gibt es auch Fränkel Frotzelt Kissen. Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das muss nicht sein, denn im Fränkel Frotzelt Fanshop gibt es auch Tassen. Kaufen Sie noch heute im Fränkel Frotzelt Fanshop und zwar am besten für die ganze Familie und den Hamster. Der Fränkel Frotzelt Fanshop bringt ewige Glückseligkeit, ist geiler als jede Nymphomanin und macht sogar die Zähne weißer. Und wer mal nicht alle Taschen im Schrank hat, wird ebenfalls fündig.
Der Fränkel Frotzel Fanshop. Einfach genial.